Spielekunst. Ich kann jetzt mal hier anpassen. Da will ich hin. So. Schaden aus der Hüfte getroffen, Stabilität. Das nimmt nur irgendwas weg. Das ist doch nur so Bullshit. So, Visiereinrichtung. Aber ich wollte hier mal jetzt Strahl machen. Der anscheinend übelsten Damage macht. Angriff. Weniger Damage. Mehr Damage, mehr Reichweite. Feuergeschwindigkeit geht runter. Also. Wärme senken. Verleiht deinen Laserwaffen eine größere Gesamtkapazität für Wärme, aber ventiliert mit einer niedrigen Kühlungskapazität. Das abgelehnt. Okay, okay. Ja, macht Sinn. Speichern. Ja. Transaktion abgeschlossen. Okay. Die kriege ich ja anscheinend relativ schnell. Von daher ist das ja nicht so schlimm. Gelegenheitsspiel. Finden Sie ein Spiel. Da stand irgendwas von 2 Minuten, aber das ging irgendwie schneller jetzt. Kämpfen. Ja, okay. Irgendwas Control Point. Jetzt King of the Hill oder sowas ist das jetzt, oder was? Wo muss ich denn hin? Zu welchem Control Point? Okay, das war irgendwie vorhin ein schneller Tod. Ich bin vielleicht doch getäuscht mit dem... Ist einfach nur super nervig, wenn du die ganze Zeit getroffen wirst, glaube ich. Ah, da ist es. Ah, ich hab's noch geschafft. Sehr gut. Stopp! Mist, da hat's Flatsch gemacht. Aber bin ich gerade der Einzige, der hier rumläuft? Wir sind 4 gegen 4. Da kann das hohe Team dann schon irgendwie was ausrichten. Ups. Direkttreffer, also ordentlich böse. Bin noch gestorben am Feuer hier, Schweinerei. Hier hochgucken, ob ich hier irgendwie reingucken kann. Lol. Ich will neu starten. Lass mich rein. Also ich mag irgendwie... Ich habe die Waffe vorher besser gemocht. Die klassische sozusagen. The score is now tied. New controller point activated.
Ihr macht die gleiche Taktik. Rakete drauf, damit wir es anderen drauf unterholzen. Danach. Okay, das ist quasi eine Sniper, die ich hier noch habe. Ich kann ja mal hier die Waffen mit dem aufnehmen. Ups, das war Selbstmord. Das war eindeutig Selbstmord. Blitzen Sie einen Punkt. Ich will es erobern! Nein! Jawoll! Ich will mal hier eine Runde gewinnen! Oh shit. Aber wir haben uns zu spät da weggekriegt. Meine Fresse, das Spiel schnell, ey. Ich kann gerade nicht mehr wirklich dabei reden. Au. Das war ein sehr genauer mit der treffenden Splittergranate. Fuck, warum ist das ein One-Shot? Wo ist eigentlich meine Granate? Kuh? Nein, Kuh ist es nicht. Kuh kann ich aber trotzdem mal machen. Mann, ey, das ist gerade ein Rumgemetzel dort. Alles nur blutig und welche Körperteile und so eine Scheiße. Au. Au. Ich renne hier mal rum, um auf der anderen Seite zu kommen. Aber wir spawnen gerade immer auf der gleichen Seite. Komm, der hat von der anderen Seite, Schweinerei. Ich habe so gut mit abgelenkt, aber die haben, glaube ich, die Leute wieder runtergekickt von dem Ding. Uber duper Puper, 0%. You have lost a control point. The enemy has 4 captures remaining. Auf geht's. Oh,
Uff, die Olle drauf. Two captures remaining. Wir sind also gerade in Führung. Mit, glaube ich, 2 Punkten. Wenn mich nicht alles täuscht. Hä? Nee, da ist er nicht. Da drüben ist er. Au. Und ich mal wieder Puff. Oh, meine Fresse. Oh nö, bin ich jetzt gelandet? Ach ja, komm ich hoch. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ah, wir haben es gecaptured. Sehr gut. Match-Sieg. Yes. Wie kann man denn taunten? Hm, taunten habe ich ja nicht rausgefunden. Oh, gut. Waffe Orgasmaker 3000. Ehrlich, die Leute, ihre eigene Waffe damals zu nehmen, ist übelster Bullshit, weil wir da angezeigt werden. Oh, nee. So, was ist jetzt die Match-Auswertung? Also, ich denke, ihr seht ungefähr, wie es läuft. Oh, Level 2. Ich habe wieder irgendwie 2000 bekommen. Hier, 2000 Blut habe ich wieder bekommen. Warum? Warum kriege ich so viel? Also, ich will mich nicht drüber beschweren, aber... Gut, ich kriege 1500 irgendwie hier schon. 1300 Performance. 1500 Sieg. Achso, das ist ja das, was ich bekomme hier. 596 und 50. Oh, Wahnsinn. Aber die 2000 reißen dann ordentlich raus. Das ist ja hier Peanuts dagegen. Hm, komisch. Waffentech. Och du, nee, oder? Alter. Ist klar. 30.000 XP für Level 2. Was bringt mir Level 2? Ist das dann plötzlich überduper stark oder was? What the fuck? Ach du Schande. Dann kann ich hier immer anpassen. Hier irgendwas ändern. Was kann ich denn hier noch so machen? Kannst du nur Tesla-Rakete machen? Macht es aber weniger Schaden. Das will ich eigentlich nicht. Es ist ein geloppt. Hochgeschwindigkeit mit bogenförmiger Schussbahn. Achso. Beweglichkeit. Langsame Raketenantriebskraft, die hohe Manövrierbarkeit und eine leichte Schadenserhöhung bietet. Fliegt dann langsamer, okay. Korkenzieher, Schwerraketen. Wenn eine Spirale abschießt, macht den Schaden ein bisschen höher. Interessant. Das ist außerdem wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Das ist Prellen. Gummierte Granate, die beim Auftreffen auf die Oberfläche abprallt. Was? Gestachelte Granate, die an der Oberfläche und Spielern kleben bleibt, kann zur Erstellung von Minen benutzt werden. Nee, ich will eigentlich, dass es explodiert, wenn es auftrifft. Manuell, Timing. 5 Sekunden nach dem Abfeuern explodiert. Wir manuell Detonation projektieren nach dem Abfeuern, okay. Und das hier ist Projektile, die springen in 6 Clusterbomben, die sich ausbreiten und zum Boden fallen. Feuergeschwindigkeit und Nachladezeit wird dadurch. Komme ich hier mal das. Vielleicht hätte ich nämlich noch geloppt. Speichern. Okay. Ich nehme mal kurz testen. Test. Man kann ja auch mal testen, bevor man speichert, ne? Das ist ja das. Look. Boah, es sieht nice aus. So, jetzt bleibt nicht mehr so viel Damage, oder? Ja, der Damage wird auf die ganzen einzelnen Cluster aufgeteilt. Muss ein bisschen genauer treffen, habe ich das Gefühl. Das hat mehr AOE-Schaden. Ein bisschen mehr AOE, glaube ich. Ich muss mal kurz vergleichen mit ohne Cluster. Explosiv einfach nur. Speichern. Test. Ne, eigentlich will ich dann wahrscheinlich einfach nur den normalen Granatwerfer sozusagen. What the fuck? Wer will denn sowas sehen? Also es ist irgendwie an einen... Keine Ahnung, an was es ist. Es ist nicht an ein Erwachsenenpublikum gedacht, glaube ich. Und trotzdem fliegt hier haufenweise Blut rum.
Ja, ich denke, ich nee, lass die so. Boom. Okay, das ist nicht so einfach, da oben zu treffen. Vor allem, weil sich wieder auflädt zwischendurch. So, zurück. Und mein Upa-Dupa-Pupa wird auch mal angepasst, weil irgendwie strahlt nicht so meins. Ich will hier das normale Gewehr. Aus der Hüfte getroffen. 37% plus 0,9%. Yay. Visiereinrichtung. Test. Actually, nee, will ich nie. Das ist Quatsch, weil das ist irgendwie so sinnvoller. Nicht mehr Überblick. Weil die halt einen Schaden, oder? Wieso? Was? Nee, die Zielgenauigkeit erhöht. Also die Streu. Okay. Nee. Nachladezeit, Feuergeschwindigkeit. Ach du Schande. Das ist, glaube ich, eher was, was ich mir überlegen könnte, das zu benutzen. Bam, 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 bam. Kann man nämlich zwei Leute im Dauerfeuer. Drei. Wenn alles trifft. Vier. Vier Leute im Dauerfeuer killen, genau. Ja, also ihr seht, es ist ein ganz lustiges Spiel. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt Spaß macht, aber ich denke, dadurch die Freischaltung und sowas. Oder mit ein paar Freunden so zwischendurch. Könnte es schon ganz lustig sein. Warum hab ich eigentlich volles Leben? Ja, ich find's auch irgendwie cool, dass sich nicht ganz ernst nimmt. Naja. Ihr seht's ja. Ihr habt das selber gesehen. Wünsche euch einen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei mir. Ich nehme jetzt das auf jeden Fall noch so. Weiß nicht, Tesla-Waffen. Das heißt weniger Schaden, nein. Büro muss ich irgendwie erst freischalten. Ich nehme es erstmal so und. Guck noch mal kurz was rein. Und zwar jetzt beim Techbaum. Techbaum? Dankeschön. So. Normalen Gewehr. Die kann ich auch schon benutzen. Ach, hier kann ich noch Sachen. Ah, kann ich noch Schalldämpfer oder irgend sowas dann machen. Okay. Enger Streubereich, weiter Streubereich, Weitstreuung, enger Streuung. Stoßdämpfer kompakt. Optischer Zoom, lange Reichweite. Röntgen. Mit dem sie die Skelette an Wände sehen können. What the fuck? Halbautomatisch Spooling. Irgendwie, was bringt mir das, wenn ich das auflevele? Ach, mehr Feuerrate. Okay. Das brauche ich nicht so zwangsläufig. Kammerverschluss, Munition lädt. Guck ich mir bei der Granate irgendwie. Ich weiß nicht, mal nachgucken, weil das ist irgendwie. Tastenkürzer. Warum nehmen wir das Tastenkürzer? Hechtrolle geht auch. Das ist natürlich praktisch, das soll man wissen. Kampf. Handgemenge F. Okay. Halte Atem, neuladen, feuern, vergrößern, aufnehmen, Ausstattung benutzen. Ausstattung benutzen auf C. Die Granate auf C wie Granate oder was? Leute, überlegt sich sowas. Ich habe jetzt auf meine Daumentaste gelegt. Sport ist H. H, J, K, L sind die Sportvarianten. Voice Chat, es gibt ein Voice Chat V. Text Chat Y, Chat nur Team U. Ja, pff, passt schon. Boah. Kann ich beim Strahlenhorn freischalten? Das gleiche in Grün. Der Saft. Was das denn? Verwende es, um dich oder deine Teammitglieder aufzupolieren, indem du ihnen extra Stärke und Geschwindigkeit gibst. Yay.
Also wenn ich hier 30.000 habe, darf ich das freischalten oder was? What the heck? Turret Buddy. Schutzschild. Handgranate. Okay, da habe ich keine 5.000. Das ist logisch, kann ich nie freischalten. Und beim Strahl hatte ich auch nie genug. 2.400 habe ich nämlich gerade nicht. Den kann ich freischalten, den Sturmangriff oder sowas. Puls. Tesla Puls. Was bringt mir nochmal der Sturmangriffslauf? Laserführungsreichsfindesensor und integrierte Lasersicht, mit der sie Projektile auf ihren Zoombereich abzielen können. Aha. Raketenwerfer. Tree Barrel. Mittlere Schussrate und mäßigen Schaden. Was ist das denn? Kanonenlauf, mittlerer Gewicht für Raketen mit verbesserter Präzision auf geringerer Schussquote. Thump. Abgasluke. Reden wir den Rückstoß auf den Raketenwerfer erheblich verringert, aber umso mehr Stabilität auf das Ziel genau zu treffen. Okay. Laserführung, no. Das macht doch, dass man das freischalten. So wird kontaktiert. Transaktion abgeschlossen. Dankeschön. So. Loadout. Mein Uber-Duper. Nein, doch. Da. Ach man. Schmiedekunst. So, den anpassen. So. Wo muss ich jetzt hin? Da. Test. Okay, das ist so. Das ist ja lustig. Achso, toll. Aber nachher tue ich automatisch, wenn ich im Zielmodus bin. Kann ich jetzt sowas machen? Lustig. Ein begrenztes Ziel. Ich weiß, warum ich nicht zielen kann. Weil ich ja abfallende Raketen habe. Oh Gott, das sollte ich vielleicht dann nicht mehr machen. Dann sollte ich vielleicht doch nicht die normale Rakete nehmen. Jawoll! Da kann ich auch ordentlich zielen jetzt mit. Müssen wir aber ein bisschen üben. Oh. Jawoll. Genau in den Lauf. Okay, das nicht. Ich finde die Explosionen echt fett. Die sehen echt schön aus. Jawoll. Flatsch. Er läuft einfach weiter und fällt um. Das ist so übel. Okay. Kann ich theoretisch um sowas drum rumschießen? Jo. Kann ich. Das ist ja fett. Jawoll! Wie geil ist das denn? Ich kann jetzt sozusagen von oben drauf schießen. Ich kann auch dahinter schießen. Das ist ja lustig. Ha, cool. Das ist sehr. Also, Waffencrafting finde ich jetzt ziemlich nice. Das ist so sehr offen. Okay. Wie gesagt, das war's dann erstmal. Ja. Nein, ich möchte nicht verlassen. Ich möchte das speichern. Dankeschön. Ja. Danke fürs Zuhören und bis bald.